Stunde hat geschlagen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch. Mein Name ist Rotmac und wir werden heute wieder im Arcade-Modus ein 6 gegen 6 Überraschungshelden-Spiel spielen. Und zuerst schauen wir uns ganz kurz hier diesen Helden an. Der ist jetzt neu bei Overwatch mit dabei. Baptiste ist ein Unterstützungs-Champion, der relativ viel Heilung auf Lager hat. Ich habe ihn bisher noch nicht gespielt. Wer weiß, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und wir spielen dem in diesem Arcade-Modus 6 gegen 6 Überraschungshelden, wo wir ja immer wieder einen neuen Helden zugeteilt bekommen. Immer wenn wir sterben, kriegen wir einen neuen Helden, können da nicht selber auswählen, sondern müssen mit dem arbeiten, was wir kriegen. Ich bin gespannt, welchen Helden wir zu Beginn hier kriegen, denn ich kann definitiv nicht mit allen Helden gleich gut umgehen oder gleich schlecht, je nachdem, wie man das anschauen möchte. Und auch welche Map wir da kriegen, ist komplett random. Werden wir eine Map kriegen, wo wir zwei Zielpunkte einnehmen müssen, werden wir eine Map kriegen, wo beide Teams den gleichen Zielpunkt einnehmen müssen und so weiter und so fort. Also alle Modi sind hier mit vertreten und wir haben ein Match gefunden und schauen uns mal an. Es ist Chunktown. Okay, ab nach Australien. Und die Frage ist jetzt, sind wir Angreifer oder Verteidiger? Wir sind Angreifer. Okay, und ich werde hier als... Oh, wir haben... Ja, aber hallo, wir haben zwei Doomfists. Ja gut, ich bin hier Wrecking Ball. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Charakter, ne? Kann ich nicht allzu gut handeln. Ganz ehrlich, gerade hier mit seiner Fähigkeit, dass er halt sich irgendwo einhaken kann und dann Runden drehen kann und da alle Gegner, die sich irgendwie ihm in den Weg stellen, weghauen kann. Das liegt mir nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, liegt mir nicht so. Aber wir haben hier ja auch tatkräftige Unterstützung. Meine Güte, das könnte ein spannendes Spiel werden. Das könnte ein sehr, sehr spannendes oder interessantes Spiel werden, muss ich vielleicht so sagen. So, wir versuchen uns da schon mal. Aber ihr seht, das klappt nicht so ganz. Das klappt nicht so ganz. Ich wollte hier irgendwo anhaken, aber das hat nicht überhaupt nicht funktioniert. Wo habe ich denn hier angehakt? Nirgends, ne? Rechte Maustaste geklickt, aber irgendwie nö, mit Ö. So, dann heilen wir halt mal schöne Runde. Ja, Heil-Boost und dann hier ins Getümmel rein. Ja, Roadhog hat hier bereits Winston weggehauen. Auch Moira wurde weggeprescht. Und jetzt ist Diva an der Reihe. Ja, tötet sie. Genau, hier einmal schön durchrennen mit extrem vielen Tanks wie Roadhog oder Winston. Dann haben wir Heilung mit Zenyatta und mit mir. Also da ist wirklich ein sehr schönes Team zusammengekommen. Was haben wir denn da? Sombra? Was möchtest du denn hier machen, Sombra, meine Liebe? Oh, 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 oh. Vorsicht, lass mich durch. Ich bin Heiler. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, dann pushen wir hier mal wieder schön. Und weiter geht's. Ja, als Lucio ist es relativ simpel hier zu heilen. Einfach mitlaufen. Und der heilt dann von alleine. Quasi. Klar, wir können auch noch den Boost zünden. Aber viel mehr müssen wir da nicht machen, ganz ehrlich. Das ist alles gut. So, wir haben auch die Ulti bereits bereit. Das kommt auch nicht oft vor. Im 6 gegen 6 Überraschungshelden-Modi. Dass wir da irgendwie mal die Ulti zünden können. Und die müssen sie bereits zünden. Denn hier hinten gab es Probleme. Aber alles im Griff. Hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen aufsparen können. Naja, wir haben das Ding im Griff. Wir ziehen da durch. Und Lucio ist jetzt nicht der Held, den ich gerne und oft spiele. Aber funktioniert ganz gut, würde man sagen. So, weg mit dir, Sombra. Ich nehme hier mal die Heilung weg, damit sie Sombra nicht kriegt. So sieht's aus. So, wen haben wir denn da drüben? Da drüben ist einer irgendwie in Gefahr. Aber da kann ich nicht helfen. Ich muss hier bei der Ladung bleiben. Ganz klar. So, Brigitte. Dich hau mal hier auch mal ein bisschen weg. Sehr gut.
Ja, von hinten kommt Torbjörn. Ah, jetzt hat's mich aber. Killstreak, 8 Spieler. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, verursachte Heilung. 3170 Goldmedaille, Zielfortschritt, Kills 5. Damit die Silbermedaille und dann zweimal Bronzemedaille. Kann man sagen, geht in Ordnung bei 6 Spielern in meinem Team. Und jetzt gehen wir als Tracer an die ganze Sache ran. Das dürfte mir eine witzige Sache werden mit Tracer. Ich vergeige da immer rechtzeitig irgendwie zurückzugehen. Bin da immer mitten im Getümmel. Dabei ist Tracer hier eher aus der Ferne attraktiv. Ja, gut, da kommen wir nicht mehr hin. Ja, hier schön vorsichtig, ja, nicht zu nah ran da. Oh, oh, oh. Ich habe ja auch schon ein bisschen Schaden gefressen. Sollte mal irgendwo ein bisschen Heilung reinhauen. Hier zum Beispiel. Sehr schön. Und dann können wir weiterziehen, ja. Wir haben bis jetzt gut durchgezogen. Jetzt bleibt die Fracht so ein bisschen stecken hier. Aua. Mitten in die Fresse rein. 6 Minuten haben wir noch Zeit. Wir müssen nur noch einen Checkpoint erreichen. Und dann haben wir das hier auch geschafft. Und ich würde sagen, ich muss hier irgendwie nochmal wechseln. Hier, Doomfist. Doomfist. Ja, also heute habe ich tatsächlich nur Champions, die ich eigentlich nicht spiele. Muss man auch mal gesagt haben. Aber wir wollen nicht meckern. Wir machen das Beste aus der Situation. Ja, zurück mit dir. Aua, was war das denn jetzt? Ein Doomfist, der mir so richtig übel auf die Fresse gegeben hat. Auch sehr interessant. Ah, natürlich. Natürlich. War aufgeladen, der Typ. So, McCree. Sehr schön. Den spiele ich ja lieber ein bisschen außer Distanz. Aber der macht ganz gut Laune. Wir haben noch 5 Minuten Zeit und es stockt halt ein bisschen. Ja, es stockt halt alles ein bisschen. Und jetzt können wir hier aus der Ferne auch wirken. Wer ist hier? Ist Doomfist hier hinter uns? Der gegnerische Doomfist. Da ist er tot. Ja, das muss auch weggehauen werden. Wir müssen einmal kurz Heilung reinziehen uns. Ah, Reaper, der Schweinehund. Was willst denn du da? Komm. Komm du nur. Komm du nur. Die Heilung muss ich mir nochmal reinziehen, bevor es dann weitergeht. Komm, 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 komm. Sehr gut. So. Reaper ist schon mal weg. Gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier einen Junkrat. Der mit uns ist, natürlich. So, da mal rauf. Ah, komm, Symmetra haben wir erwischt. Sehr schön. So, ansonsten, da drüben ist auch noch ein McCree. Die da ein bisschen ablenken. Die Fracht bewegt sich weiter. Wir gehen mal hier oben drüber. So, mein Lieber, das war's. Von hinten oder von oben herabgeflogen. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich gehe nochmal zurück, denn ich will jetzt von oben her die Ulti zünden, wenn es dann geht. Das wäre natürlich jetzt perfekt und dann könnten wir den Weg freischalten für den Rest des Teams. So, wie schaut das hier aus? Die Stunde hat geschlagen. Oh, hab nur einen getroffen. Das war schlecht. Das war schlecht gemacht. Aber wir können zumindest hier... Oh, das sind 2 Mays. Eine May ist weg. Die zweite May wird auch gleich weg sein. Tracer. Nein, ich hab... Oh, ich hab die Munition nicht bereit gehabt. Und da kriege ich auf die Fresse. Alter, Alter. Eine Silbermedaille. Das heißt, das Team hat hier ganz gut was hingebracht. Und das war der Sieg. Das war der Sieg, Freunde. Haben wir es also doch noch geschafft. Und ja, am Ende mit McCree hat es gar nicht mal so schlecht funktioniert. Aber das Highlight des Spiels geht ganz klar an Symmetra Bella 14. Graz dafür. Und die war im gegnerischen Team, so wie es scheint. Und die hat da mal schön aufgeräumt. Wir sehen zwar meinen McCree-Kill, ne? Da hatte ich gute Arbeit geleistet, kann man so sagen. So, das soll es gewesen sein vom heutigen...
eine Runde Overwatch Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Es geht nächste Woche natürlich wieder weiter mit den ganzen WoW Let's Plays, mit reingeschaut Videos, mit Hearthstone Videos und mit, sag mal, The Division 2 Livestreams natürlich. Alles auf meinem Kanal, deshalb abonnieren, liken, kommentieren und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.